Meine Lieben, herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen YouTube-Video. Und du denkst jetzt bestimmt, wenn du meine Videos kennst, wie sieht das hier aus? Kein professionelles Set. Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Ja, also an alle, die meine Videos schon kennen, ihr wisst normalerweise, wie es aussieht. Und wenn du jetzt das erste Mal einschaltest, schau dir gerne mal unbedingt eins meiner anderen Videos an, weil normalerweise setzen wir immer auf sehr professionelle Sets, dass auch alles im Grunde cool aussieht, auch für eine Unterhaltung her. Aber ich bin in den letzten Wochen viel unterwegs gewesen. Ich war in Dubai, ich war auf den Malediven, jetzt bin ich in Hamburg aktuell. Also keine Möglichkeit gehabt, ein Video aufzunehmen mit dem lieben Andi bei uns im Office. Und deswegen jetzt einfach mal hier, aber unwichtig eigentlich. Weil was ist das Wichtigste? Das Wichtigste, dass der Inhalt des Videos cool ist. Und ich habe mir einige nice Sachen rausgesucht. Und zwar haben wir bei Instagram letztens eine Q&A-Session gemacht. Wenn du mir bei Instagram noch nicht folgst, unbedingt machen, damit du auch vielleicht mal deine Fragen stellst oder schreibst auch sehr gerne hier unten in die Kommentare. Ich habe mir auf jeden Fall einige coole Fragen rausgesucht, die ich dann auch nicht bei Instagram beantwortet habe. Ich werde aber einige, ich habe ein, zwei coole Fragen, die ich noch in einem Podcast beantworten werde. Also wenn du meinen Podcast noch nicht kennst, definitiv auch dort einschalten. Aber ich würde sagen, legen wir los mit Mischung aus Trading, Börsenwissen, Mindset und. Ja, also gehen wir rein und gleich in eine sehr interessante Frage. Wieso heißt der S&P 500 Mini? Also der S&P 500 ist in mehrere Größen unterteilt. Und was ist das Besondere daran, dass du den S&P 500 Mini, wie er normalerweise heutzutage auch gehandelt wird an den Future-Märkten, dass du ihn zu einem deutlich geringeren Preis, zu einem deutlich geringeren Wert handeln kannst, was natürlich auch das Risiko senkt. Eine geringere Margin-Anforderung da natürlich mit herkommt. Und als Beispiel, normalerweise liegt der S&P 500 oder der normale S&P 500 bei $25 pro Tick. Aber die Ticks sind dort nicht in 0,25 Schritte unterteilt, ich gehe gleich nochmal detaillierter darauf ein, sondern in 0,1er Schritte. Das bedeutet, dass du, wenn du einen Punkt hast, also 10 mal 0,1 ist dann 1,0, dann bist du bei $250 mit einer Positionsgröße, mit einem Lot, mit einem Kontrakt. Und beim S&P 500 Mini, also den man normalerweise an der Börse handelt, als normaler Futures-Trader, so wie ich es bin, wie du es vielleicht bist oder natürlich im Grunde auch alle unsere Schüler, ist es so, dass der S&P 500 Mini in 0,25er Schritte unterteilt ist. Das bedeutet, immer ein Punkt sind 4 Ticks und das bedeutet, wenn der Markt ein Tick hochgeht, dann hast du $12,50 verdient oder verloren, bis du deine Position natürlich schließt. Also du hast es noch nicht aktiv verloren oder gewonnen, verdient, sondern erst, wenn die Position natürlich schließt. Aber so gesehen muss er nur 4-mal ticken, um einen Punkt zu haben. Beim S&P 500 muss er 10-mal ticken, um einen Punkt zu haben. Ist eigentlich für uns uninteressant. Trotzdem ist natürlich von den Anforderungen auch das, was du an Risiko hast und was du verdienen kannst, ein großer Unterschied. Also $12,50. Jedes Mal, wenn du mit einem Kontrakt handelst und beim S&P 500 wären es so gesehen $25 pro. Ja, so, ich habe kurz die zweite Frage rausgesucht. Sie ist sehr interessant, ist ein bisschen mehr in die private Richtung, weil es an mich gerichtet ist, aber trotzdem sehr interessant. Und zwar, wie sind deine Autos in die Firma integriert? Sehr interessant, ja, im Businessbereich. Gewerbeleasing, wie macht man es am besten? Und da hier meine ganz klare Meinung. Also ich habe früher, ja gerade die Leute, die mir schon lange folgen, eins meiner allerersten YouTube-Videos damals war aus meinem Jeep. Meinen Jeep habe ich mir damals von meinen ersten Trading-Gewinnen, von meinen ersten Verdiensten aus Investments und so gekauft. Und ja, war direkt 70.000, 80.000 Euro ärmer. Heutzutage mache ich es definitiv nicht mehr so. Ja, ich habe gelernt, im Grunde intelligent zu denken, was macht mehr Sinn? 70.000, 80.000 Euro zu investieren, damit das Geld für mich arbeitet? Oder das Geld nehmen, in ein Auto stecken, mich darüber freuen. Ich bin halt ein totaler Auto-Nerd. Ich liebe Autos. Aber ja, es geht halt auch schlauer. Ich habe ein Unternehmen, deswegen habe ich meine Fahrzeuge, die ich jetzt habe, außer meinen Jeep natürlich, den ich immer noch nicht wieder habe, der immer noch in der Werkstatt ist bei Geiger Cars in München, habe ich geleast. Ja, ich hatte jetzt 3 Jahre lang ein Audi A7 geleast und ich habe jetzt ja meinen Lambo, meinen Lamborghini Aventador SV und im Grunde hätte ich ihn kaufen können für knapp 400.000, aber das macht gar keinen Sinn. Ich habe lange hin und her im Grunde verhandelt, was für Möglichkeiten können wir machen, damit ich diesen unbedingt als Leasing in meine Firma holen kann. Weil ich kann mit dem Geld weiter handeln. Ich kann im Grunde das Geld, was ich normalerweise auf den Tisch gelegt hätte für das Auto, das Geld kann ich nehmen, investieren und meine monatliche Leasingrate verdienen. Wie geil ist das denn? Jetzt ist hier natürlich wichtig zu beachten, dass man oder dass nicht jeder sich einfach so einen Lamborghini oder eine Audi A7 oder was auch immer ich für ein Auto lease, sich leisten kann, sondern hier ist natürlich wichtig, dass
dass es der Firma gut geht, dass die Firma eine gewisse Zeit auch schon besteht und dass sie auch gute Umsätze macht, sodass die Leasingraten, die du hast, easy zu meistern sind. Also hier ist natürlich das wichtig zu beachten, ja. Das bedeutet nicht nur, du kannst jetzt eine Firma starten und liest dir auf einmal ein Auto wie den A7, ich weiß gar nicht, was er gekostet hatte. Ich habe dort eine Anzahlung damals gemacht, weil mein Unternehmen noch relativ jung war, von 20.000 Euro, glaube ich. Und dann hatten wir eine Leasingrate von 1.200 im Monat, soweit ich weiß. Das Auto hatte einen Wert von, glaube ich, 120.000 Euro, geleast auf 3 Jahre. Beim Aventador habe ich es anders gemacht. Beim Aventador, ich bin ganz ehrlich zu euch, ich habe das auch, glaube ich, schon mal in einem Podcast erzählt, habe ich 50.000 Euro angezahlt. Ich musste außerdem hinterlegen, dass ich diese 400.000 Euro auf dem Konto habe und dann zahle ich eine Leasingrate von 3.500 Euro im Monat plus natürlich die Versicherung, die sehr teuer ist. Es gibt nur 2 Versicherungen in Deutschland, die überhaupt einen Aventador versichern und ich glaube, ich zahle dort, ich weiß es gar nicht genau, ich glaube 8.000 Euro im Jahr. Ist natürlich auch nochmal eine ganz gute Summe. Plus Sprit, plus. Aber trotzdem kann ich es monatlich komplett absetzen und wie ich gerade meinte, das Geld kann für mich arbeiten. Dritte Frage, sehr interessantes Thema. Es heißt, dass 95% beim Trading Geld verlieren. Zählt da Volumen Trading dazu? Also ich mache ja Volumen Trading, meine Schüler machen Volumen Trading. Mittlerweile haben wir das Volumen Trading auch immer mehr bekannt im deutschsprachigen Raum gemacht, was ich sehr cool finde. Aber die Frage ist eine ganz andere dahinter. Und zwar, das würde ja im Grunde bedeuten, ja 95% scheitern langfristig beim Trading. Ich würde sogar sagen, dass es mehr sind. Aber jetzt müssen wir mal dem auf den Grund gehen. Ist das nur beim Trading so? Nein, das ist nicht nur beim Trading so. Es ist auch, man sagt, 9 von 10 Selbstständigen scheitern in den ersten 3 Jahren. Also sprich, sie verlieren all ihr Geld. Sie müssen im Grunde ihr Unternehmen, ihre Firma wieder schließen, weil sie es nicht geschafft haben. Beim Trading kann man auch sagen, 9 von 10 Tradern scheitern, verlieren ihr Geld an der Börse. Aber woran liegt das? Das liegt jetzt nicht primär am Volumentrading, Markttechnik oder was auch immer, sondern vielmehr, wie die Menschen an die Börse rangehen. Ich finde das übrigens cool, wie hier immer irgendwelche Staub durch das Bild fliegt. Wie gehen sie ans Trading ran? Ja, wie gehen die Leute an ihr Unternehmen, an die Selbstständigkeit ran? Man denkt, okay, es ist einfach, das mache ich jetzt mal schnell und dann verdiene ich Geld. Beim Trading denkt man das auch. Und so ist es nicht. Also es gehört viel mehr dazu. Es gehört dazu, dass man lernt, dass man bereit ist zu wachsen, dass man durch Höhen, durch Tiefen geht, dass man Lösungen findet, dass man Erfahrung sammelt, dass man aber auch natürlich das Richtige tut. Und beim Trading ist es natürlich dann auch die richtige Art und Weise, wie man tradet. Und hier ist es so, dass das Volumen-Trading natürlich dir einen immensen Vorteil bietet. Das bedeutet, dass das, was im Grunde auch meine Mission, dass wir natürlich nicht mehr diese 1% oder sagen wir 5% der erfolgreichen Trader haben im deutschsprachigen Raum, sondern dass es natürlich, oder das, was heißt natürlich, sondern dass es, dass wir es schaffen, eine größere Zahl von Tradern erfolgreich zu machen aufgrund der Art, wie ich das Ganze nach außen bringe. Ja, deswegen, wir schalten ja auch mega geile Kampagnen. Wir haben mit dem Synchronsprecher von Bradley Cooper gearbeitet. Wir haben ein Video aufgebaut, und da werden in Zukunft noch krasse Dinger kommen, wo wir täglich Nachrichten bekommen, was ist das für ein krasses Video. Was ist eigentlich ein Trader? Und wie kann man mit Trading überhaupt Geld verdienen? Wenn die Menschen an die Börse denken, dann denken sie meistens das hier. Weil ich möchte einfach darauf aufmerksam machen, dass wir es schaffen, Trading in ein besseres Licht zu geben, also zu rücken, aber auch mehr erfolgreiche Trader schaffen. Deswegen, Volumentrading macht es dir auf jeden Fall einfacher. Du hast einen immensen Vorteil an den Märkten, trotzdem musst du es am Ende natürlich noch richtig umsetzen. Ja, das ist wichtig und davor kommt im Grunde die ganze Arbeit, Bereitschaft und. Nächste Frage, auch sehr interessant zum Thema Trading. Würde man als hauptberuflicher Trader überhaupt einen Kredit von der Bank bekommen? Nein, wenn du es hauptberuflich machst und nicht mit Fremdkapital tradest, sondern du tradest mit deinem Eigenkapital, wirst du so keinen Kredit bekommen. Ja, weil im Grunde gibt es keine Sicherheit, die dort liegt. Deswegen macht es auch vielleicht Sinn, das Ganze über eine GmbH machen, wenn du es mit Eigenkapital machst oder mit Fremdkapital zu traden. Dort musst du eher ein Gewerbe anmelden und wenn du es dann 1-2 Jahre machst, dann kannst du dort drüber auch Kredite aufnehmen. Aber Leute, kommt weg von diesem Kreditgedanken. Ich weiß, wir leben in einer Kreditgesellschaft heutzutage. Man kann sich alles finanzieren. Hört doch mal auf, immer zu versuchen, immer über eure Verhältnisse zu leben. Sondern verdient das Geld und leistet euch das, was ihr euch leisten könnt. Das macht euch viel freier, als immer von irgendwas abhängig zu sein und denken, oh, ich muss jetzt wieder einen Kredit bezahlen. Vor allem auch so dieses, ich kann mir eh alles leisten.
Arbeite doch dafür, dass du dir alles in Zukunft leisten kannst. Ja, anstatt das Geld rauszuschmeißen, nehme es und investiere es. Das macht viel mit der finanziellen Intelligenz und macht es am Ende dann viel einfacher, dass du dir mehr leisten kannst. Wenn du das Geld richtig investierst, Renditen rausbekommst, also du verdienst Geld im Schlaf, wirst du später ja viel mehr Geld haben, nach und nach. Also, es ist doch völlig egal, ob du Kredite bekommst oder nicht. Nächste Frage. Heißt viel Volumen immer, dass es blockiert oder den Markt unterstützt? Und zwar ist es die Frage, wo befinden wir uns? Ganz kurz, auch bildlich, bitte an die einblenden. Ist immer die Frage, wo befindet sich gerade der Markt und wo ist das große Volumen? Wenn wir uns oberhalb eines großen Volumenbereiches aufhalten, dann ist es natürlich wahrscheinlich, und warum, dass wir uns, dass es als Unterstützung dient und wir höhere Kurse sehen werden, höhere Preise sehen werden. Warum? Was denkst du, wo ist das Interesse der Marktteilnehmer, wenn sich der Markt oberhalb eines großen Volumenbereichs aufhält? Also ist, allein wenn man logisch denkt, was ist das Interesse, wenn man sich entfernt davon und es ist unter uns? Was denken, was planen die großen Marktteilnehmer höchstwahrscheinlich? Höchstwahrscheinlich, sie würden den Markt nicht unbedingt gerne gegen sich laufen lassen, sondern natürlich für sich. Und wenn der Markt sich nachhaltig über so ein Volumen arbeitet, ist es wahrscheinlich natürlich, dass die Märkte long gehen, steigen, also dient es als Unterstützung. Wenn sie sich unterhalb aufhalten, ist es eher wahrscheinlich, dass sie es als Widerstand nutzen für weiteren Short. So gesehen natürlich trotzdem als Unterstützung, um weiter Short zu gehen, weil von dort die Kraft ausgeübt wird. Das ist eine sehr interessante Frage. Schon mal überlegt, als passives Einkommen noch Network Marketing zu machen? Leute, Network Marketing ist alles andere als passiv. Wird einem vielleicht so verkauft, ich keine Ahnung, ich war noch nie in diesem Bereich drin, aber ich weiß, was es für ein Aufwand ist. Network Marketing, wenn du damit anfängst, ist nichts anderes, als dir den Arsch aufreißen, wie in jedem Bereich, wenn du erfolgreich werden willst. Du musst im Grunde Produkte verkaufen. Du musst ein Netzwerk aufbauen, um am Ende in der Hierarchie aufzusteigen, damit im Grunde alle Leute, die unter dir sind, dass du so gesehen von den Provisionen bzw. von den Verkäufen und den Provisionen profitierst, weil du höhere Provisionen bekommst. Ja, also weil du ja davon profitierst, weil Leute unter dir sind, bekommst du immer ein kleines Stückchen, ein Ministückchen vom Kuchen ab. Je weiter du oben bist, desto mehr Kuchenstückchen bekommst du ab. Und es ist ja so, dass, wie kriegst du Kuchenstückchen? Wie kriegst du ein Netzwerk unter dich? Wie kriegst du im Grunde die Leute, dass sie bei dir dabei sind? Nicht durch passiv, sondern durch sehr viel aktiv. Und ich kenne so einige, die auch sehr gut dabei sind, die wirklich gutes Geld damit verdienen, aber ich weiß, wie sie sich den Arsch aufgerissen haben und es ist alles andere als passiv. Ja, das zum Thema Network Marketing. Und ich weiß, dass jetzt schon die nächste gute Frage kommt, deswegen brauchen wir gar nicht auf Pause machen. Und ich denke mal, wir machen das jetzt. Ist die letzte Frage, ich gucke da nochmal, aber ich denke, das ist die letzte Frage, weil wir sind auch schon bei 15 Minuten. Ich hoffe, es ist einiges dabei für dich gewesen, um davon zu lernen. Ist es riskant, mit Fremdkapital zu handeln? Und jetzt würde ich am besten dort mal die Webseite einblenden mit den Regeln. Und zwar ist es hier, dass wir feste Regeln haben, was bedeutet, wir tragen gar kein Risiko, weil wir müssen im Grunde beweisen, dass wir traden können. Und das bedeutet nicht, dass irgendwer hinter dir steht und dir zuguckt, ob du traden kannst, sondern ganz klare Regeln hast du aufgelegt mit einem Trading-Konto. Und wenn du diese Regeln brichst, das bedeutet, du hast ein gewisses Minus, was du erreichst, dann bist du raus und musst dich neu beweisen. Aber wenn du im Grunde das Ziel erreichst, eine gewisse Summe, die du ertradest, ohne eine Regel zu brechen, dann wirst du kapitalisiert. Glaube mir, es wird jetzt hier für so ein Q&A zu umfangreich sein, dass ich das genau erkläre, aber der Kapitalgeber trägt nahezu kein Risiko und du trägst kein Risiko. Wenn du dann kapitalisiert bist und Geld verlierst, ist das Risiko beim Kapitalgeber, aber glaube mir, er ist super gut abgesichert, du bist super gut abgesichert, eine Win-Win-Situation für beide. Am Ende bleiben dir 80%, denen bleibt 20% für nahezu kein Risiko. Ja, also ich finde das Konzept sehr geil dahinter. Mal gucken, vielleicht passiert sowas ja auch mal in Zukunft, dass ich sowas plane. Habe ich jetzt noch nicht geplant, ne? Aber man weiß ja nie, was kommt. Genau, das dazu. Ich habe gerade nochmal geschaut. Ich habe hier noch einige Fragen, die ich aber in einem Podcast beantworten werde. Ich habe es echt mal rausgeschaut. Die passen sehr gut zusammen. Deswegen werde ich da nochmal einiges in einem Podcast komplett Real Talk einfach nochmal sagen. Wenn du meinen Podcast noch nicht kennst, Traders Secrets bei Spotify oder Apple Podcast, schaust dir unbedingt oder hörst dir unbedingt an. Und wenn du noch irgendwelche Fragen hast, wenn du sagst, boah, voll cool, was hier drin steckt in so einem Q&A, schreib sehr gerne in die Kommentare, lass bitte ein Like da, wenn es dir gefällt, weil das unterstützt den YouTube-Algorithmus. Und dann sehen wir uns beim nächsten YouTube-Video wieder. Tut mir leid, dass ich so schnell geredet habe, aber ich wusste, dass es einige Fragen sind. Und das wollte ich gerne in so kurzer Zeit wie möglich unterbringen. Ja, ich wünsche dir was, mach's gut und dann
bis zum nächsten YouTube-Video. Das nächste wird auch nochmal irgendwie aus dem Hotelzimmer sein. Aber danach geht es dann wieder wie gewohnt weiter. Bis dann.